Evolution ist das System, das beste System, was wir kennen, um die Dinge, die scheiße sind, rauszufiltern und die Dinge, die gut sind, weiterzubehalten. So, und jetzt hat die Evolution sich an irgendeinem Punkt dazu entwickelt, dass ein Lebewesen Fortpflanzung, Nahrungssuche und die Fähigkeit, sich zu verteidigen, aufgegeben hat, um komplett wehrlos irgendwo zu liegen. Das war ein evolutionärer Vorteil. Da scheint irgendwas ziemlich Wichtiges dran zu sein. Und es sind vor allem zwei Dinge. Einerseits regeneriert Schlaf unsere Physis. Ja, wenn wir nur eine Woche schlafen, haben wir die Dosis an Testosteron und Wachstumshormon, was auf dem Schwarzmarkt richtig viel Kohle kosten würde. Wir wissen aus Untersuchungen, dass wenn ein Mensch anstatt 9 Stunden nur 5 Stunden schläft, für nur eine Woche, dass sein Testosteronspiegel so weit sinkt, als wenn er 10 Jahre älter geworden ist. Das ist das Stressreservoir, das ist das adaptive Reservoir, was uns ermöglicht, überhaupt Fortschritte zu bekommen. Wachstumshormon, Testosteron. Aber andererseits psychische Regeneration. Psychische Regeneration. Ich erkläre es oft als, hey, stellt euch euer Zimmer vor, der ganze Boden ist verteilt mit roten, pinken, blauen, grünen Socken. Im Schlaf passiert nichts anderes als, die grünen kommen zu den grünen Socken, die blauen zu den blauen, die roten zu den roten. Wenn Nick über kognitive Biases spricht und Struktur im Denken, das Erste, was verloren geht, wenn wir nicht schlafen, ist Struktur im Denken. Klarheit, das ist weg. Wer von euch schon mit Alkoholikern gearbeitet hat, weiß, dass da klares Denken sehr, sehr schwer wird, weil Alkohol die Traumphase reduziert, die dafür verantwortlich ist, genau diese Strukturen, diese Ordnung reinzubringen. Es bringt Ordnung in Bewegung rein. Wir wissen, wenn wir Mäuse beobachten, wie sie durch ein Labyrinth versuchen zu rennen und sie versuchen, die Lösung für dieses Problem Labyrinth zu bekommen, dann sind bestimmte Gehirnmuster in ihrem Gehirn aktiv, die wir abgreifen können. Die haben dann vielleicht eine Frequenz von beep, 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 während die durch dieses Labyrinth rennen. Wenn wir die Mäuse jetzt schlafen lassen und weiter die Gehirnfrequenz beobachten, sehen wir das gleiche Muster in neunfacher Geschwindigkeit. Und bei Menschen auch. Wenn du Piano übst und du hast ein Stück, woran du struggles, du übst es, kannst noch nicht ganz, schläfst du und dann wiederholt dein Gehirn dieses Muster in neunfacher Geschwindigkeit. Es testet Dinge, die funktionieren, und Dinge, die nicht funktionieren. Träumen ist eine Simulation der Realität. Und am Ende wachen wir auf und haben die bessere Option. Wir können am nächsten Morgen Matheaufgaben besser lösen als am Abend vorher. Wir können am nächsten Morgen Piano spielen besser als am Abend vorher. Wir werden durch Schlaf besser. Es ist nicht einfach nur Pause und nichts tun. Wir werden besser.